Gamescom Start 3, wunderbar. Ja, ich bin Gamer. Ja, ich werde versuchen, terroristische Anschläge zu verüben. Auf RTL, weil meine Überzeugung es mir befohlen hat. Gehen wir wieder auf der anderen Seite rein? Ja, denke ich auch mal, weil ist irgendwie cooler so. Da guck dir die Pappmaché-Kacke hier an, Alter. Call of Duty, holt wieder den größten Dreck raus. Advanced Kotzfair. Ah, auf jeden Fall geil. Gamescom. Herzlich willkommen zu RPC Community TV Gamescom 2014. Ich bin euer Anubis und hier haben wir wieder, wie letztes Jahr auch schon, unsere Special-Einheit. Der Gamescom erste Tag beginnt heute und ich freue mich hier zu sein. Ich hoffe, wir treffen noch ein paar von euch. Bis. Herzlich willkommen, hier ist euer Cartman. Jetzt mit den Jürgen von Dragon Sun Online. Jürgen, was kannst du uns denn sagen, was dieses affengeile Rollenspiel noch so zu bieten hat? Ja, hi, erstmal Frankie. Dragon Sun Online ist ein Action-Rollenspiel. Es ist ein Free-to-Play-Action-Rollenspiel, was ihr im Browser spielen könnt. Entwickeln wir seit 3 Jahren dran, ist seit 3 Jahren online. Und ja, ist der klassische Dungeon-Crawler. Ja, ihr geht in den Dungeon rein mit euren Freunden, haut massig Monster um und holt den Loot raus. Ja, so der Klassiker im Prinzip. Okay, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Was kannst du uns denn noch so sagen über den Unterschied gegenüber anderen Rollenspielen in dieser Richtung? Was hat Dragon Sun Online so für einen kleinen gewissen Extra-Reiz? Also wir haben Ein schöner Punkt bei uns ist halt, du kannst unser Spiel von überall spielen, in jedem Browser. Ne? Chrome, Firefox, was auch immer. Jeder normale Browser lässt sich das Ding von überall spielen. Wir arbeiten aktuell immer noch mit guten 40 Leuten an dem Produkt. Das heißt, es wird fortwährend immer was fürs Spiel gemacht. Große Events, kleine Events, regelmäßige Sachen, Gewinnspiele und so weiter. Das heißt, es ist eine sehr lebendige Community, sehr lebendiges Spiel. Wir sind auf Twitch, Facebook, Twitter, auf allen möglichen Kanälen und damit sehr sichtbar für die Community. Okay, und wie sieht's aus mit Turnieren? Was habt ihr da großartig geplant? Was wollt ihr tun, damit sich die breite Masse eben halt noch mehr für das Game begeistert? Du meinst, ich denke, du sprichst PvP-Turniere an, ja? Zum Beispiel auch. Okay, da ist aktuell nichts geplant, aber es taucht in unseren Planungen auf. Es ist eine Sache, die öfter angefragt wird, die sehr beliebt ist und ist Thema, ist aber mittelfristig noch nicht Thema. Okay. Jetzt kommt ja außerdem auch noch die Next Gen. Oder sie ist ja bereits da und sie breitet sich immer mehr aus. Wie reagiert Dragon Sun Online auf die Next Gen? Kommt da bald ein großes Grafik- und auch Leistungsupdate? Mit Next Gen meinst du bestimmt die PlayStation 4? Oder Xbox eben, One und ja, so weiter. Die 2 bis 4K Leistung. Ja, wir entziehen uns dem ganzen Jahr ein bisschen dadurch, dass wir auf dem PC gespielt werden, ja, ne, im Browser. Und haben damit nicht so viel zu tun. Okay, Grafik ist ja auch nicht alles. Das Spiel soll ja auch Spaß machen. Schöne Grafik im Spiel. Ja, das Game ist free to play. Game ist free to play. Ja. Da bin ich richtig informiert. Könnt sofort loslegen. An unserem Stand gibt es auch schöne Bonus-Vouchers, mit denen das Spiel, mit denen der Einstieg noch schöner ist. Ja. Ein paar Items, bisschen Ingame-Währung. Cool. Könnt ihr euch gerne angucken. Aber viele sagen free to play gleich pay to win. Was habt ihr denn da getan, um eben halt direkt zu zeigen, wir gehen diesem entgegen, wir sind nur für unsere Community und für den Spielspaß da? Pay-to-win ist immer ein Thema. Ja, wenn du zu viel davon in dein Spiel steckst, dann gibt das ganz starken Backlash. Ist uns sehr bewusst bei Big Point. Deshalb als Grundregel, goldene Regel, dass halt alles, was du im Spiel brauchst, ist durch Spielzeit, ja, ist durch Einsatz im Spiel erreichbar. Ja. Ja, okay. Du kannst es dir halt nicht alles einfach zusammenkaufen. Wichtig ist vor allem auch Skill, gerade bei uns in Drakensang. Ja, du kannst dir allen möglichen Kram zusammenkaufen, wirst aber trotzdem nichts reißen bei uns, weil es ein bisschen auch
Erfahrung im Spiel braucht. Muss besser werden durchs Spielen selber. Okay, Drakensan Online ist ja jetzt schon eine Weile auf dem Markt. Und was wollt ihr denn jetzt vorab, kleine Geheimfrage, was wollt ihr vorab tun, damit eben halt bald neue Sachen, neue Abenteuer oder was habt ihr geplant, um die Spieler dauerhaft eben halt zu unterhalten und dass das nicht zu eintönig wird? Kann ich dir gerne eine kleine Sneak Preview geben? wobei geben wir auch so raus über Twitch und Facebook und ähnliche Kanäle. Aktuell haben wir am Game Entry gearbeitet, also am Tutorial. Mhm. Das wird die nächsten Tage live released. Ja. Wir gucken uns das gerade auf dem Testserver hier an. Also was heißt wir? Die Spieler. Ne? Ja. Gucken uns an, wie die Leute darauf reagieren. Ob so ein Schreien vom Stand wegrennen, ist im Moment nicht der Fall. Das scheint den Leuten zu gefallen. Das war die eine Sache. Wir gucken uns PvP an in nächster Zeit. PvP bei uns macht Spaß, hat aber hier und da ein paar Ecken und Kanten, die wir ganz gerne glätten wollen. Dass das Ganze auch langfristig den Leuten Spaß macht. Ja, und die große Content-Expansion ist halt auf jeden Fall ein Thema. Ja. Da fragen wir aktuell auch die Community an, nach Ideen, nach quasi Wünschen, was da großartig kommen soll. Und da wird was kommen. Ja, das ist schon mal sehr cool. Also seid ihr gefragt, wie es mit Dragon's Sun weitergeht? Ich habe auch schon öfters Ausschnitte von dem Spiel gesehen. Ich habe es aber selber noch nicht angetestet. Aber bei dem, was der Jürgen mir gerade gesagt hat, kommt schon ein gewisser Reiz auf. Ich sag mal, Dragon's Sun Online, für jemand, der diese Genre gerne hat, solltet ihr es testen. Ich bin euer Anubis. Wir sehen uns dann später. Okay, wir sind jetzt hier bei Grey Go und wir haben jetzt jemanden hier, der uns das Spiel mal näher erklären wird. Okay, what can you see of Grey Go? Grey Goo is an RTS game by Petroglyph Games and Greybox Games. Petroglyph is the developers for the game, and they are the, actually, a lot of them are the original designers of the Command & Conquer series, Westwood Studios. And we are developing the game to go back to the RTS roots for the old fans of Command & Conquer, basically. So it's a very much a core RTS experience. You've got a lot of faction versus faction. There's three factions, the beta, the humans, and what we think is really the unique one and one the fans are very excited about here is the Goo faction, which is different than any other faction in the RTS genre we've seen yet. Also wir haben hier zurzeit drei Klassen. Das Spiel wird sehr für klassische Fans dieses Genres sein, wie zum Beispiel StarCraft. Wir haben drei Klassen, die Menschen und zwei Alien-Rassen und die werden sich dann bekämpfen. Das ist sehr klassisch aufgebaut, sehr schnell, wie man sehr gut sehen kann. What is the change, the difference to StarCraft and another games of classics? We're making it much more about the macro gameplay and less about the micro of having to specifically tune and tweak your units and move them in specific spots in order to win. That's not what it's all about now. It's about the general gameplay, the building the base, with the exception of the Goo doesn't have a base. So it's a little bit unique that in that regard. Okay, also der Aufbau des Spiels, die einzelnen Makros, die unterscheiden sich zu StarCraft und Co. Und hier ist es ein bisschen anders gemacht und auf jeden Fall wird man anders spüren können. What can you see? Is free-to-play game or safe star game? It's not going to be free-to-play. Mm-hmm. It's going to be available on Steam. But the cool thing about it is it's not, a lot of people are worried that, well, if it's on Steam, it's DRM, and you're not going to be able to play with, like, your buddies at home offline. You can play just with Steam in offline mode. That's key. Okay, also, es wird kein Free-to-Play-Game sein, aber durch die große Community könnt ihr bei Steam das kaufen und dann mit anderen zusammenspielen oder auch im Offline-Modus für euch spielen. Ist alles möglich. Okay, I say thank you for this interview und ich sage zu euch, bis später. Ich bin euer Anubis und hier habe ich drei wunderbare Cosplays mir rausgesucht. Wie findet ihr bisher die Gamescom? Super, cool, ja. Was habt ihr bisher so erlebt? Viele Fotos gemacht worden. Okay, ihr seid ja hier mit Cosplays, habt ihr auch an einigen Cosplay-Events heute teilgenommen? Ich
Leider nicht, weil entweder haben wir sie verpasst oder wir wussten nichts davon. Okay. Ja. Und was habt ihr sonst noch heute vor? Irgendwelche bestimmten Wünsche? An sich eigentlich nur mal gucken, was ihr so wollt. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ich bin euer Anubis. Wir sehen uns später. So, wir sind jetzt hier bei Rise of Incarnation. Hallo, what can you see? What is the best features of game? The best feature of this game is probably the 2v2 gameplay, which is not quite usual on PC. Also das beste Feature ist auf jeden Fall das 2 gegen 2 Feature und das ist einfach sehr gut zum Spielen. Es macht einfach nur Spaß. What can you see to the game cards in game? To the game cards? Yes. What do you call the game cards? Bonus cards of a game setting, of a fight setting. Oh, for the fight setting. Actually, the good thing is in the game is that you are using teams of characters which are really different. Some are very powerful when they fight, in close combat range. Others are very good when you are long range. Some are very slow but steady. Others are very quick but really easy to beat down. And you have to mix this character to find the perfect team for your kind of play. Okay. Also er sagt mir, dass die Game Cards dafür da sind, dass man eine Differenz zwischen den einzelnen Characters kriegt und auch unter den gleichen Characters, dass der eine zum Beispiel sehr stark ist, aber dafür was langsamer, der andere was schneller und dafür präziser. Also jede Karte hat seine Vor- und Nachteile. What can you say to the pay system of a game? For the pay system, the game is actually totally free. It's a free-to-play, and we are relying for the monetization system only on fancy stuff, meaning that everyone will get the characters for free, and they will be able to play with all the characters. And if they like the game, we think that maybe they will buy some fancy stuff, to change your costumes or have special bracelets or something like that. But we don't want them to be limited with the amount of characters. Okay, also es wird kein Spiel kein Inhalt geben, der kaufbar sein wird in der Form, dass man sich dadurch einen Vorteil verschafft. Es wird auf jeden Fall so sein, Konami, Bandai sagt, ach, wir lieben das Spiel, wir lieben die Characters, wir wollen die Spieler dazu animieren, zu spielen und kein Pay to Win. Auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Thank you for this interview. My pleasure. See you later. Ich bin raus. Okay, wir sind hier jetzt bei Arena of Fate. Hallo, what is Arena of Fate for a game? Arena of Fate is a team arena battle game which pits two teams of five players against each other. It's a competitive match game and it plays for 20 minutes straight. It's like a football match in that respect. So you have only 20 minutes to overcome your opponents, and it uses iconic heroes from everywhere, from history, from myth, from literature. Like you can play Sherlock Holmes versus Cleopatra, and yeah, that's about it. Also ihr spielt 5 gegen 5. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein Footballspiel, 20 Minuten, und ihr sollt versuchen halt das gegnerische Team zu schlagen auf strategischen Wege. Ihr habt viele Möglichkeiten. What can Arena of Fate do for newcomer of gaming? Yes, this is actually one of our highest goals, is that we make this genre more accessible, because this genre is really hard to get into. And we've taken a lot of measures to make it more accessible, make it more readable. You can see that from the interface, to the game rules, to the game map. Everything is basically geared towards making the game more accessible for the players. And we've redone many of the classic features of these genres, and we've reconsidered them and replaced them with our own solutions.
Okay, also der Einstieg ist praktisch für jeden da. Ihr kriegt ein schönes Interface, alles ergibt irgendwie wie sich. Ihr lernt es schnell zu verstehen und dadurch ist der Einstieg euch auf jeden Fall gegeben. What for the content of future coming? We've planned for the future for constantly adding new heroes. Mm-hmm. So we have a good buffer of heroes in development already. So we are certain that we can add heroes regularly. And we are also thinking of other additions, but we won't disclose this just yet. Okay, also es wird auf jeden Fall noch neue Leute geben, die kommen, neue Heroes, die sich auch von den normalen Heroes unterscheiden, von den regulären. Es wird noch mehr Content geben, neue Arenen und so weiter. Was genau das zeigt euch die Zukunft? Ich bin RipBrother D. Ciao. Das war's von dem ersten Tag der Gamescom. Wir haben eine Menge gesehen. Battlefield. Wir haben Mr. Trashback getroffen. Wir haben Behind getroffen. Und noch viele mehr. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht alles zusammenzählen. Es war ein Traum einfach nur heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Wir sehen uns morgen zum zweiten Tag der Gamescom. Euer Anubis. You start to forget. Things you should remember. It's been 10 years.